uns ja seit den Silvesternächten voraus. Ich werde jetzt hier in Reihe 1 erstmal ordentlich rumkrapschen. Aber keine Sorge, ich halte eine Penislänge Abstand. 30 Zentimeter müssen reichen. Also ich lebe gerne in Köln, ja, Köln ist eine wunderbare Stadt, Großstädte generell sind weit vorne im Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau zum Beispiel. Wir haben in Köln seit einigen Jahren tatsächlich Frauenampeln und zwar gleich zwei Stück. Ja, ihr kennt das normalerweise, normale Fußgängerampeln, da sind Männchen abgebildet in Rot und Grün. Ja, und das haben wir jetzt zweimal mit Frauen drauf, im Profil, mit Zopf und Rock. So wie Frauen heutzutage aussehen. Und ich muss sagen, ich finde das ganz fantastisch, weil es sind endlich, und ich finde, es ist überfällig, die ersten beiden Stellen, an denen Frauen in Köln legal eine Straße überqueren dürfen. Ja, aber wir haben es doch bisher nur geduldet, nicht weil wir wussten, sie kommen sonst nirgendwo rüber. Und seitdem wir das haben, kontrolliere ich es auch. Ne? Ich muss sagen, also wenn ja an einer normalen Ampel eine Frau entgegenkommt, reiß dich zusammen. Dann schicke ich sie zurück. Oder ich sage, Entschuldigung, haben Sie das nicht gesehen? Oder was, sind Sie in der Transe? In Köln häufig die Antwort, ja. Ihr kennt die Transe nicht mehr. Es ist alles so verschwommen. Für mich ist die alle schlecht, dass ich vermischt mittlerweile. Falls ihr direkt so ein bisschen, wurde mal gesagt, es kommt so der Eindruck rüber, als hätte ich direkt was gegen Frauen, wenn ich so auf die Bühne komme. Möchte das entkräften? Ich habe überhaupt gar nichts gegen Frauen, muss ich sagen. Ich habe selber sogar eine Mutter. Und ich habe auch Leute, und das hat kaum ein Kollege, ihr könnt mal nach der Vorstellung vielleicht auf meine Internetseite drauf gehen, da habe ich sogar ein Foto drauf, wo man mich sieht in einer Gruppe lachender Frauen. Das ist eine Fotomontage. Das macht man heutzutage so, oder? Oder sagen. Nein, aber das finde ich toll. Die Frauenampel muss man wirklich sagen, das finde ich sehr schön. Aber wir haben auch, das muss man auch sagen, viele Probleme in so Großstädten. Gerade in Köln-Ehrenfeld, wo ich lebe, wir haben in meinem Stadtteil haben wir ein unglaublich großes Kinderproblem. Nicht polarisiert, wenn man das sagt, Kinder ohne Ende, es ist zum Problem geworden. Da würde ich sagen, ne, der Papst, wir machen einen kleinen Kabarettteil, der Papst, Kabarett zu Ende, hat vor einiger Zeit, habe ich ihn in der Glotze gesehen, da hat er gesagt, er kritisiert die Kinderlosigkeit in der westlichen Welt. Also wie weltfremd ist das denn? Ja, den würde ich gerne mal einladen, was bei mir los ist am Wochenende, vorm Eiscafé Liliana. Ja, Kinder ohne Ende, als wären die Hells Angels aufgefahren und hätten konsequent ihre Motorräder durch Kinderwagen ersetzt. Ne? Es ist wirklich unter aller Sau. Mitte am letzten Wochenende ist mir der Kragen geplatzt. Da habe ich Kinder vom Balkon mit Süßigkeiten beworfen. Damit die Karies kriegen. Kölner Problem, haben die nur gedacht, es wäre schon wieder Karneval. Ne? Kam nur noch eine ganze Schulklasse plötzlich bei mir vorbei. Das war natürlich für mich ein Schuss ins eigene Bein, muss man sagen. Ne? Haben wir Eltern hier heute Abend? Junge Eltern? Ja, hier wird sogar angeschnupst, muss erinnert werden. Ja? Haben wir keine Eltern hier? Und ihr traut euch nicht, ne? Es ist wirklich, falls hier inkognito Eltern sitzen, ich werde das rausfinden, Leute, ich mache nachher Umfragen. Ihr könnt euch den Schuh anziehen, denn wir müssen auch mal die Wunde auf den Finger halten, Leute. Was sich Kinder in unserer Gesellschaft mittlerweile rausnehmen, ist unter aller Sau. Ich kam vor einiger Zeit nach Hause, da hatten Kinder, also es müssen Kinder gewesen sein, hatten vor meiner Haustür den ganzen Bordstein mit Kreide voll geschmiert. So, da habe ich das Ordnungsamt gerufen. Weil, Leute, es kann nicht angehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, jetzt wird es sozialkritisch, in der Kinder mit ihrer Kreide überall rumschmieren dürfen und keiner sagt was. Und wenn ich als Erwachsener eine Spraydose nehme und eine hässliche Häuserwand, haben wir viele in Köln, ja, was Schönes dran male, fuck auf, dass ich dafür belangt werde. Ja, das habe ich auch sofort vom Ordnungsamt gesagt. Ich habe gesagt, schauen Sie sich das überhaupt mal an, dieses Geschmiere hier, wenn das wenigstens was Schönes wäre. Ja, aber da hätte ich auch einem Affen die Kreide in die Hand.
müssen sagen, wie es ist. Es sind schon hier in Stuttgart, in der Wilhelma, sind schon von Primaten größere Kunstwerke entstanden, als von unseren Kindern auf unseren Straßen. Das müssen wir sagen. Und wisst ihr, was passiert ist? Fingen die an, mir Kinderfeindlichkeit zu unterstellen. Die blöde Kuh. Ja. Ich sage, also hören Sie mal, was Sie sich hier rausnehmen, ich habe überhaupt gar nichts gegen Kinder an sich, wenn sie sich vernünftig benehmen. Ja, Sie können ja mal auf meine Internetseite gehen, da habe ich auch ein Foto drauf, wo man mich sieht in einer Gruppe lachender Kinder. Das ist ein Fotomontage. Das habe ich ehrlich gesagt. Das hat mich ja total Glaubwürdigkeit weggenommen. Ja, außerdem sage ich zu ihr, habe ich das Gefühl, dass sie gar nicht wissen, worum es mir eigentlich geht. Ich bin passionierter Radfahrer. Wer ist heute euch gefragt, wer hier mit dem Rad heute da ist? Wieder keiner. Wieder keiner. Da hinten habe ich einen Applaus gehört, nicht die Radfahrer hier. Wir sind, können Sie mir auch mit dem Radfahrer starten. Ne? Ich sage zu ihr, wenn ich hier mit dem Rad aus dem Hof rausfahre, dann habe ich die ganze Kreide an den Reifen. Und dann kann jeder sehen, wo ich hingefahren bin. Das hat auch was mit Datenschutz zu tun. Wollte sie auch nicht verstehen. Ne? Habe ich unbedingt mit abgenommen. Im Ordnungsamt kann man nicht mit ihnen diskutieren heutzutage. Ne? Haben wir Leute da beim Ordnungsamt arbeiten? Nicht, da können wir drüber herziehen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass man mittlerweile als Radfahrer in unserem Land diskriminiert wird. Nicht? Ich habe sogar die These, Leute, dass es jetzt so losgeht mit den Radfahrern wie damals mit den Rauchern. Ja, jetzt hat man Raucher, jahrelang hat man an den Rande unserer Gesellschaft diskriminiert. Ja? Und jetzt ist da nichts mehr zu holen und man geht auf die Radfahrer drauf. Nicht? Darf ich mal einmal fragen, haben wir Raucher heute Abend hier? Tatsächlich, ja, und man sieht, du sitzt ganz am Rande. Es ist so. Es ist so. Wie ist dein Name? Julia, und du als Raucherin, du kriegst heutzutage noch nicht mal mehr einen vernünftigen Platz. Du sitzt hier unter der Theke, nicht? Sitzt du. Julia, heute wird es anders laufen wie an anderen Abenden, wo du unfreiwillig als Raucherin geoutet wirst und dann wildfremde Leute nach der Show draußen vor der Halle mit dem nackten Finger auf dich zeigen. Guckt, da steht sie, die Julia, die Rauchersau. Nein, heute ist es anders, Julia, du stehst unter meinem persönlichen Schutz, weil, ja, huste einmal richtig ab, weil ich habe immer mit euch Rauchern sympathisiert, und jetzt kommt der Hammer, obwohl ich lebenslanger Nichtraucher bin. Ich habe oft versucht anzufangen, es hat nie funktioniert, weil ich über den ersten Lungenzug nicht rausgekommen bin. Das ist unangenehm. Julia, kannst du dich an deinen ersten Lungenzug erinnern? Oder schon halb verdrängt? Nee? Das ist unangenehm. Wenn mit dem Rauchen anfangen, ist wie mit dem Sex anfangen. Am Anfang unangenehm vielleicht, dann wird es besser und am Ende Sucht. Ja? Und als ich 14 Jahre alt war, vor 11 Jahren, ja, Leute, also hör mal, da war gar kein Witz. Wollte mir meine erste Freundin, die Nina Flugmacher, ich kann es dir sagen, weil sie ist nicht anwesend, Gott, hatte mir unter einer Brücke das Rauchen beibringen wollen. Nicht? Und zwar sagte sie, Thorsten, du musst es so machen, nimm den Qualm in den Mund und dann musst du so tun, als wenn du dich erschreckst. Am besten machst du dann sowas wie, Papa kommt. Ne? Nee, so war es doch. Ne? Und es hat bei mir nicht funktioniert, weil ich wusste, mein Vater konnte gar nicht kommen. Er war zu dem Zeitpunkt auf Arbeit. Und so bin ich bis heute nicht traurig. Ich habe immer mit euch sympathisiert, Julia, und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du nach der Show auf mich wartest draußen. Ich würde dich gerne für meine Internetseite mit dir fotografieren lassen. Mit einer lachenden Raucherin. Das brauche ich doch unbedingt. Ne? Ja. Und ich kontrolliere das auch gleich, ob du wirklich die Einzige bist. Ne? So, und jetzt habe ich das Gefühl, dass es halt auf die Radfahrer drauf geht, Leute, als hätten wir Radfahrer es nicht schon schwer genug in unserem Land, ja? Wenn wir nur ein einziges Beispiel geben, allein die ganzen scheiß Hunde, die mir vors Rad laufen, wenn ich durch den Park fahre, muss ich ja wirklich sagen, ich kenne unglaublich viele Leute, wenn ein Hund vors Rad läuft, da bremsen sie für. Ich sehe das gar nicht ein. Ich gebe Gas. Ich fahre mitten meinen Reifenabdruck rein, in die Scheißtöne rein. Ich habe mir sogar mal überlegt, ob ich mir Rasierklingen an die Reifen mache. Aber da hat man so oft einen Platten.
Das ist immer der Punkt, wo die Stimmung droht zu kippen. Nicht? Auf Frauen und Kinder darf man draufhauen, aber wenn es an die Hunde geht, da ist die Toleranz. Da ist die Toleranz am Ende. Falls ihr Hundebesitzer, die sich jetzt angegriffen fühlen, dann würde ich sagen, ich habe an sich gar nichts gegen Hunde an sich, wenn sie sich vernünftig benehmen. Ich habe auf meiner Internetseite in einer Gruppe lachender Hunde keine Fotomontage. Ich bin extra ins Tierheim gefahren, habe mich vor den Käfigen fotografieren lassen. Habe ich denen vorher was ins Futter getan, damit die so blöd grinsen. Wenn das in Ordnung ist, sind ja nicht meine. Das geht, ne? Naja, also das. Und jetzt habe ich sogar noch gelesen, Leute, die Promillegrenze für Radfahrer soll jetzt auch runtergesetzt werden von 1,6 auf 1,1 Promille. Da fühle ich mich doch persönlich angegriffen, muss ich sagen. Ne? Weil wir müssen uns doch mal erinnern daran, Leute, das Fahrrad, ja, das Verkehrsmittel, was überhaupt nur dafür erfunden worden ist, damit wir eben so heil und sicher nach Hause kommen. Ja? Vielen Dank, da sind Sie, die Säufer alle. Ja? Das ist mein Publikum. Ne? Ich möchte, also, ich habe gar kein, gerade wo jetzt hier so schöner Applaus war, will ich auch sagen, habe ich gar kein Problem mit, dass selbst ich hier, gerade jetzt in diesem Moment, wo ich hier auf dieser Bühne stehe, nicht, immer noch mehr als 2,5 Promille im Blut habe. Noch vom Rosenmontag. 2011. Und wenn die das machen, dann will ich hier mit einer Drohung, die will ich noch rausgeben, dann werde ich aus Protest, werde ich in Köln auf dem Fahrrad stockbesoffen über eine Frauenampel fahren. Vielen Dank.